Zeit ist Fisch. Auf den Plätzen fertig los. Ja. Ein wunderschöner Fisch. Oh, ist der dick. Guck mal, wie dick der Bauch ist. Die Punkte, die brauchen wir. That's the game changer. Number one. Don't forget that Swedish anglers are the best. Der YouTube Predator Cup 2019 wird präsentiert von Casio ProTrack, Shimano und Nice. Veit Wilde, der für den Kanal Fishing Tackle Max TV am Turnier teilnimmt, kommt gebürtig aus Halle an der Saale. Der Wahl-Magdeburger fischt am liebsten an der Elbe auf Zander. Jiggen ist hierbei seine Lieblingstechnik. Der beste Fang des amtierenden Profiliga-Gewinners war ein Zander mit einer Länge von 105 cm. Im YouTube Predator Cup 2018 war für Veit im Achtelfinale gegen Tobias Eckwald Schluss. Um auf seinen Wunschgegner Dietmar Isaias zu treffen, müsste er nur seinen heutigen Gegner schlagen. Denn Didi wartet in der nächsten Runde auf den Gewinner der heutigen Partie. Hassan Duran, der für den Kanal von Fishing Bros ins Rennen geht, gewann das Qualifikationsturnier und sicherte sich so seinen Platz im Achtelfinale. Der Leverkusener fischt am liebsten am Fluss, vorzugsweise am holländischen Rhein auf Zander. Jiggen gehört wie bei Veit zu seinen Lieblingstechniken. Wir haben es hier heute also auf den ersten Blick mit zwei ähnlichen Anglerprofilen zu tun. Der beste Fang in Hassans Angelkarriere war ein Barsch, der fast die magischen 50 cm erreichte. Hassans Wunschgegner für den weiteren Turnierverlauf wäre Titelverteidiger Dustin Schöne. Hallo liebe Hecht- und Barsch-Zuschauer, willkommen im Achtelfinale mit zwei Teilnehmern, wo wir dachten, dass sie eigentlich ja schon draußen sind, aber das ist eine andere Geschichte. Veit und Hassan stehen hinter mir und die sind auch schon am Angeln. Wir haben freundlicherweise die 3 Stunden schon vorher starten lassen, weil wir vorher an einer anderen Stelle waren, aber da war alles überflutet. Und um keine Zeit der Welt, der wertvollen Morgenstunden zu verlieren, ja, durften die eben schon starten. Ja, gucken wir mal, wie das heute wird und zu den Umständen jetzt ein bisschen mehr. Wie Babs gerade schon angesprochen hat, sind beide Teilnehmer der heutigen Partie gefühlt schon einmal aus dem Turnier draußen gewesen. Erst durch die nachträgliche Disqualifikation des Tide-Ritter-Kanals kam Hassan als wahrer Gewinner des Qualifikationsturniers ins Hauptfeld. Die Partie zwischen Tide-Ritter und Veit wurde somit natürlich nachträglich für ungültig erklärt. Wer sich dennoch dafür interessiert, wie der Angeltag mit Veit und Tide-Ritter verlaufen ist, sollte unseren Newsletter abonnieren. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir haben das Material zu einem Video zusammengeschnitten. Den exklusiven Zugang zu diesem Video erhalten alle alten und neuen Newsletter-Abonnenten am 20.09. um 19 Uhr. Nun aber zum heutigen Duell und den dazugehörigen Regeln. Veit und Hassan haben insgesamt 6 Stunden Nettoangelzeit, 5 möglichst große Wertungsfische zu fangen. Maßige Barsche, Hechte und Zander, die regulär mit Kunstködern gefangen werden, bringen Punkte. Dabei wird die Gesamtlänge von Barschen in Zentimeter mal 2, die von Zandern mal 1,3 und die von Hechten mal 1 multipliziert. Schleppfischen ist nicht erlaubt. Wem es gelingt, 2 maßige Zielfischarten zu fangen, bekommt 10 Extrapunkte. Für die 3. Zielfischart gibt es nochmal 20 Punkte dazu. Also insgesamt 30 Extrapunkte für einen Hattrick. Die Partie wird vom Ufer ausgetragen. Das Los hat entschieden, dass Veit zuerst die Stellen vorgibt. Die erste Wahl hast du, Veit, die erste Platzwahl. Wo sind wir hier? Wir sind hier an der Meerwede. Ja. Und in Holland? In Holland, richtig. Da, wo ich aber eigentlich angeln wollte, an der Wahl, da konnten wir nicht angeln, weil der Wasserstand jetzt innerhalb von
zwei Tagen doch erheblich gestiegen ist und wir wären nicht auf die Buhnen drauf gekommen. Ich habe hier an der Stelle schon geangelt, habe hier auch schon sehr schöne Fische gefangen. Aber ich muss ehrlich zugeben, also ich war jetzt lange nicht mehr hier und es ist jetzt so ein bisschen auf gut Glück. Also mir war es wichtig, dass wir hier ordentlich filmen können, dass wir hier ordentlich angeln können. Also hier kann man ja die ganze Sache ganz gut betreten und naja, mal sehen, was uns erwartet. So, und dein Plan ist ja, die ganze 3 Stunden hier auf der Buhne zu verbringen oder wechseln wir die Buhne? Wenn es nicht läuft, dann wechseln wir nochmal. Okay. Ja, aber erst mal sehen, vielleicht funktioniert ja hier was. So, mal kurz was anderes. Was sagst du denn dazu, dass du warst ja irgendwie erst draußen. Richtig. Und jetzt bist du plötzlich wieder im Rennen. Naja, es hat so ein bisschen einen faden Beigeschmack, weil ich sag mal, wenn man jetzt natürlich hier heute gewinnen würde, dann ist es ein bisschen ein komisches Gefühl, weil man ja eigentlich draußen gewesen ist und ich muss ja ein Wechselbad sagen, der Gefühle. Wechselbad der Gefühle und man muss ja auch sagen, dass damals hier Tide Ritter zumindest gegen mich eigentlich mit fairen Mitteln gewonnen hat, also vorher natürlich nicht, was ich auch ein bisschen beschämend finde, aber gut, ich habe mich jetzt entschieden, das hier nochmal durchzuziehen. Ist natürlich immer schön, eine zweite Chance zu bekommen. Mal gucken, dass wir heute das Beste draus machen können, ja. Worauf fokussierst du dich als erstes? Zander? Zander, ja. Ist okay. Mein Lieblingsfisch und gibt es hier auf jeden Fall in dem Spot. Ob sie jetzt beißen, muss man sehen, ja. Ich habe noch eine andere Stelle, wie gesagt, im Hinterkopf, die ist nicht weit weg von hier. Da war ich jetzt auch vor 2 Wochen mal, da haben die Zander ganz gut gebissen. Aber ich habe mich jetzt erstmal hierfür entschieden, weil... ja, prinzipiell, also es ist hier alles da. Hier haben wir auch schon mal einen Meter Hecht gefangen und schöne Barsche hier an dem Spot. Also warum soll hier jetzt nichts gehen, ne? Aber ich hätte eben gerne lieber woanders geangelt, wo ich mich sicherer gefühlt hätte. Also das ist jetzt so ein bisschen Improvisation hier. So, viel Glück. Dankeschön. Viel, viel Glück. Vielen Dank. Sein. Wir kennen ja das Problem mit dem Kescher, ne? Aus der ersten Runde. Aber den hier kriegen wir jetzt. Jawohl! 1:0. Ich war ja wirklich ein bisschen unsicher hier mit dem Spot und da ist man jetzt umso mehr froh, wenn es dann gleich klappt. Nach wenigen Minuten. Frequency Shed, knallgelb. Wasser ist zwar relativ klar, aber das ist ja trotzdem eine Top-Farbe, weiß ich halt. Und auch ein Schade. Aber ein schöner satter Biss gewesen. Yes. Petri, mein Junge. Vielen Dank. Oh. Nicht so zusammen. 46, ne? Gut. Okay, schnell weitermachen. Zählt. Das war mal ein schneller Start. Wir sind gerade mal hier irgendwie 2 Minuten am Angeln und du hast schon einen Zander gefangen. Hi, ja. Gut, Dankeschön. Aber ich denke mal, Hassan wird hier auch einfangen. Er hatte vorhin auch schon gefangen. Ja, habe ich gesehen. Das ging fix. Der erste Zander geht an Veit, der mit diesem Fisch knapp 60 Punkte vorliegt. Lieber Hassan, hey, was sagst du denn jetzt zu dieser Geschichte, dass du wieder zurück im Race bist? Ja. Als Zweitplatzierter in der Quali Kommst du jetzt doch rein ins Rennen und hast die Möglichkeit, jetzt gegen Veit zu angeln. Ja, so ist es. Also im Quali-Turnier habe ich ja auch echt alles gegeben. Dass es am Anfang dann auch tatsächlich nicht gereicht hat, war schon ein bisschen traurig. Aber ja, ich sag mal so, die Umstände haben sich ja dann geklärt auch. Gegen Veit, ich habe schon mal mit Veit geangelt, sogar schon zweimal. Zweimal schon? Ja, tatsächlich. Also einmal haben wir ein Video zusammen gemacht und beim anderen Mal habe ich ihn mal zufällig getroffen. Dann haben wir ein bisschen zusammen gefischt. Also hartes Brot, klar, muss ich mir gar nichts vormachen, aber ich gebe wieder mein Bestes. Motivation ist da. Lobig. Ja, genau. Du hattest gerade ein bisschen. Ja, da ist ein Krautfeld. Also ich glaube eher, dass es im Prinzip so... ja, sich irgendwo im Kraut verfangen hat, alles gut. Aber eben hatte ich tatsächlich einen Biss, also da, wo der Veit steht. Und warum bist du dann weggegangen? Ja, weil ich hier schon mal vom Boot geangelt habe. Und hier hatte ich auch tatsächlich ein paar Fische, sogar eher die meisten Fische hier in dem Bereich. Aber ich weiß, da, wo der Veit steht, auch gut ist. Aber ja, bisher kam dann nur die kleine Fritte raus. Und also die kleine Fritte machte, ist noch lang kein Grund, dass du jetzt nervöse Zuckungen bekommst. Ach nee, noch nicht. Nee, ich habe ja noch meine 4 Stunden und da kann ich ja machen, was ich will. 4? Du hast nur 3. Ach, 3 Stunden. 3 Angelstunden. Ja, jetzt werde ich doch nervös. Nein, Quatsch. Quatsch, alles gut. Also
wie gesagt, ist alles noch offen und ich denke, ich werde hier vielleicht auch noch einen fangen, hoffe ich zumindest, und mit Veit dann gleich ziehen. Und der Plan ist es, ihn dann in meiner Zeit zu schlagen. Klingt nach einem Plan. Ich wünsche dir viel, viel, viel Erfolg. Vielen Dank. Welcome back. Thank you. Ich freue mich, mit dabei zu sein. So, hau was raus. Ach, warum? Scheiße. Scheiße. Verdammt, da wäre er gewesen, der Ausgleich. Zander? Ja, auf jeden Fall. Aber war jetzt auch nichts Großes. Also so in der Fight-Liga. Zeig doch mal kurz den Köder, den du hier heute fischst, ja, in den ersten Tagen. Halt den mal kurz in die Kamera, damit die Leute sehen, was du da... Nutella braun, chartröser Schwanz, ein bisschen was UV-Aktives, damit die Fische den auch wahrnehmen. Ja, sollte eigentlich passen, passt auch irgendwie zur Gewässertrübung. Und hatte jetzt auch schon zwei Bisse drauf. Also scheint gar nicht mal so falsch zu sein. Also ich versuche hier mal einen Barsch zu fangen, weil ich denke, dass der Biss, den er gerade hatte, nicht von einem Zander gewesen ist hier auf der Seite, sondern von einem Barsch. Der einfachste Weg hier einen Barsch zu fangen, oftmals, ist ein stinknormaler Spinner. Gummifisch ist nicht schlecht, geht auch. Aber Spinner hat mir ganz oft schon hier an dem Gewässer an Stellen, wo du vorher mit Gummifisch durchgegangen bist, hast du keinen Barsch gefangen, hast einen Spinner drauf gemacht und bumm. Hast du eingekriegt. Aber man muss immer so ein bisschen die Phasen abpassen, wo dann gerade mal so ein Trupp durchzieht. Also das ist immer so, ich habe mir das hier auch überlegt, immer mal probieren, ob gerade einer da ist oder nicht. Und ja, entweder klappt es halt oder klappt es nicht. Ich mache mal 5 Minuten jetzt hier und mal schauen, ob ein Biss kommt. Ansonsten setze ich wieder auf Zander. Das ist, denke ich mal, die einfachere Gelegenheit dafür. So, und der Hassan, der macht hier direkt gleich alles nach, beziehungsweise er macht es cooler, du hast einen Spinner-Bait drauf. Ja, also ich habe es euch ja schon erzählt, seit dem Quali-Turnier war ich auch nur einmal fischen, das sind jetzt 3 Monate her. Oh, viel zu lang. Ja, auf jeden Fall viel zu lang, konnte aber tatsächlich aufgrund meiner Prüfungen nicht. Deshalb habe ich mir auch vorgenommen, den Fight so ein bisschen heute zu imitieren, ein bisschen meinen eigenen Flair da reinzubringen. Und ja, mal schauen, ob es klappt. Mal schauen, wer den ersten Barsch fängt. Spinner oder Spinnerbait? Wer macht da drin? Fisch. Boah, ein guter. Besserer Fisch. Ja, ich glaube auch. Da ist ein Kescher. Ich bin dabei. Danke. Ja, ich habe da hinten im Kraut was vermutet, habe auch darauf gehofft, dass der Veit da jetzt nicht weiter angelt. Ja, ich hab's gesehen. Ich glaube, das ist ein Barsch. Ich glaube, das ist ein guter Barsch. Ah, nee. Ein Zappen. Ah, auf Spinnerbait. Ja! Ja! Da hat der Spinnerbait funktioniert. Danke dir, Veit. So, du hast drauf spekuliert, dass er da keine Parallelwürfe macht, ne? Richtig, genau. Geile Sache. Geile Sache. Der sieht ein bisschen größer aus als Veit seiner. Schau mal, wie der sich den Spinnerbait genommen hat. Richtig cool, richtig cool. Mit einem kleinen Trailer, Creaturebait. Geile Sache. 59 cm. Ja. Nice. Geil. Der kommt auf jeden Fall wieder zurück. Freut mich. Coole Sache. Der erste Führungswechsel der Partie. Auch Hassan fängt seinen ersten Zander, der allerdings 13 cm länger ist als der von Veit und Hassan damit nach vorne bringt. Beim Quali-Turnier gab es jetzt nicht. Ja, Fisch! Hassan!
mega. Ja, ist aber was richtig, richtig Kleines, also. Egal. Ich hoffe aber auf den Barsch. Der hat sich einfach nur reingehangen. Quergehackt zählt nicht. Nee, ist nicht quergehackt. Nein! Aber ich glaube, der war auch fast ein bisschen untermaßig. Der sah zumindest danach aus. Ja. Also Leute, es war ein Zander, kleiner, kleiner Zander. Aber wo einer steht? Da stehen noch mehrere. Worin? Ich habe hier gerade auch den einen oder anderen Fisch springen sehen. Raubfisch, wohlgemerkt. Vielleicht stehen sie auch im Freiwasser. Ich werde gleich auf jeden Fall mal was anderes probieren. Ich habe hier was oben vorbereitet. Mal schauen. Also bis jetzt beißen sie auch echt spitz. So ein saftiges Tock oder so. Wie beim Quali-Turnier gab es jetzt nicht. Was ist es? Das weiß ich auch nicht. Hängt auf jeden Fall im Krautfest jetzt so raus. Und ist klein, also ein Bart ist drin, nicht. Und die, oh du Scheiße. Oh, du Scheiße. Na hoppala. Oh nee, ausgerechnet an der leichten Route. Ach du Scheiße. Boah. Was ist da los? Was sonst findet das jetzt nicht so geil? Wenn er abreißt, genau, das ist geil. Boah, das ist wirklich was Großes. Na, wir wollen ihn aber sehen. Oh, ich will noch haben. Boah, da geht die Bremse aber. Ja, ich hab's aber. Ich hab auch hier sehr, sehr feines Zeug. Dann kannst du bitte ein bisschen aufpassen. Der zieht hier mit der voll in deine Schnur rein. Das ist ein bisschen nicht gerade. Ich in die Ströme rein. Nee, das war das nicht deutlich. Ich würde sagen, Zander. Würde ich echt sagen. Also ein Hecht, der wäre auch schon wo oben gewesen. Das ist ein guter Zander. Ja, ja, das ist ein Zander. Gut. Reicht der Kescher aus? Na ja, erstmal sehen, was hier ist. Aber eigentlich, also ein Hecht wäre ja schon links oben. Ja, nicht zwang. Doch, ist ein Hecht. Geil. Oh, du Scheiße. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein. Oh, nein. Oh, und der Kescher ist auch kaputt. Ja. Was? Oh nein. Oh, das wird Scheiße. Ganz cool bleiben. Ja, der Kescher ist schon ein bisschen damaged. Warte, lass mich mal. Komm, versuch ich mich an. Fuck! Scheiße, Scheiße, Scheiße. Oh nein, wir hätten schon fast gehabt, vor allen Dingen. Na komm jetzt. Ja! Oh. Boah, Gott sei Dank. Oh, entschuldige bitte, sorry. Boah. Alter. Warum hast du denn jetzt so gestöhnt? Weil du ganz feines Vorfachmaterial verwendet hast. Und das ist mir ja schon mal zum Verhängnis geworden. Ja. Aber ausgleichende Gerechtigkeit. Diesmal ging's gut. Geil. Geil. Oh, das war ein Drill hier an der leichten Route. Sollte eigentlich ein Barsch werden. Geiler Hecht. Normalerweise so ein Fisch, ich meine, freut man sich immer drüber, aber in so einer Situation jetzt, wenn man den auch echt braucht, dann... Ich weiß, ob das er nicht wieder kullert. Okay. Hast du? Hast du? Ja. 86 cm. Genau, richtig.
86. Ja, Fisch! Boah, guter, schwerer Fisch. Schwerer Fisch. So, der nächste ist im Grill. Der geht so schnell wieder rein. Ist das ein Barsch? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ist auch nicht. Was ist es? Krauthecht. Jo. Jo. Ich würde vorfahren, gehen wir ein bisschen weiter rein. Gott sei Dank habe ich Stahl drauf und der ist besser. Boah. Nein. Warte, ich werde. Komm. Weit, das ist sehr. Kein Problem, das ist voll logisch. Ja. Yes, Fight. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Logisch, Wahnsinn. Echt. Wie geil ist das denn? Zwei Hechte innerhalb 3 Minuten. Hast du deinen schon released? Ja, haben wir Ach, schon. Schade, sonst hätten wir ein Doppelfoto machen können. Was ist, wie geil ist das denn bitte? Ja, hey. Fisch, Petri. Danke, Petri, dank. Nee, dasselbe kann es nicht sein. Das stimmt. Hast du ihn? Ja, hab ich. Gut, Angeln ist verrückt. Ja, guck mal. Gott sei Dank, kleinen Überbeißschutz eingebaut. Geil. Wie viel hatte Veit? 86. 87. 1 Zentimeter mehr als Veit. Veit, danke. Genau. Geile Sache. Ja, auf jeden Fall. So macht das Spaß. Spektakuläres Duell bis hierhin. Zuerst holt sich Veit mit einem Superhecht die Führung zurück. Doch während Veit noch am Messen ist, hakt Hassan ebenfalls einen Fisch, der sich als 87er Hecht entpuppt und Hassan wiederum nach vorne bringt. Das ist echt spannend. Also der Veit hat einen Hecht gefangen und Hassan hat direkt gekontert. Also ich meine, das war innerhalb von 3 Minuten oder so, hat das haben die beide den Fisch gefangen. Gar nicht richtig geangelt, sondern beide haben in der Absinkphase gebissen, direkt nach dem Auswerfen. Aber es sieht ja auch einfach mega cool aus. Du hast hier eine richtige Krautzone und scheinbar sind die Hechte jetzt aktiv, kommen raus, jagen. Und die Jungs waren hier mit ihrem Köder zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Aktuell so, dass Hassan allerdings führt. Beide haben jetzt mit ihrer zweiten Fischart sich jeweils 10 extra Punkte gesichert. Situation ist so, wenn jetzt einer von beiden noch einen Barsch fängt, kriegt er nochmal 20 extra Punkte. Und das könnte natürlich das, wie sagt man, das Zünglein an der Waage sein. Rausgesprungen, oh, da lag Gott der Fisch Dank. Schon im Kescher. Doch ist er. Ja. 42 Zentimeter. Genau. Zander, mein Lieblingsfisch. Veits dritter Fisch hat genau das erforderliche Mindestmaß, um in die Wertung einzugehen. Er geht damit also zum dritten Mal in Führung. Hassan, das ja. ist ein richtiger Schlagabtausch. Erst hast du geführt, dann wieder nicht, dann wieder doch. Und jetzt legst du danach oder nicht. Oder ja. Jetzt stellst du dich an die Stelle, wo der Veit seinen letzten Fisch gefangen hat. Aktuell liegst du wieder hinten. Mhm. Glaubst du, du kannst ein drittes Mal deinen Gegner richtig zum Schwitzen bringen? Ja, also bei den letzten beiden Malen hat es ja ziemlich gut geklappt. Da kam es ja auch relativ schnell. Mal sehen, ich habe gerade eben wieder einen Fisch springen sehen. Du kannst also mit dem Druck schon ganz gut arbeiten? Ja, wir wechseln ja gleich auch nochmal die Stelle und fahren an eine andere Stelle, die der Veit vorgibt. Also es ist
noch lange nicht aller Tage Abend. Das wird noch richtig spannend hier heute. Ey, das ist mega spannend. Vor allen Dingen ist bis jetzt immer noch nicht, weiß keiner, wer am Ende das Rennen macht. Ja, so ist es. Aber ich finde, bis jetzt ist es schon eine ziemlich gelungene Folge. Richtig geile Sache, finde ich auch. Ja. Richtig gut. Weiter angeln. Ja, also, du hast noch, pass auf, bis zum Platzwechsel. Wir haben jetzt noch, oh, jetzt habe ich das. Keine 5 Minuten. Keine 5 Minuten, ja. Passt schon, alles gut. Okay, wir stoppen dann jetzt die Zeit. Jo. Platzwechsel. Ja. Eine Stunde noch für Veit an seinem zweiten Platz. Und dann hat Hassan die Wahl. Die beiden Kontrahenten wechseln erstmals den Angelplatz. Nach einer ganz kurzen Pause seht ihr, wie es für die beiden an der zweiten Stelle läuft. Liebe YouTube Predator Cup Zuschauer, seit letzten Montag gibt es für euch eine weitere Möglichkeit, den YPC tatkräftig zu unterstützen. Wir haben für euch diesen wunderschön illustrierten Adventskalender produziert und ihn mit richtig heißem Zeug befüllt. Der Kalender hat einen Gesamtwert von etwa 160 Euro und ihr könnt ihn jetzt online bei hecht&barsch.de für 99,95 vorbestellen. Insgesamt haben sich 14 Top-Raubfischmarken an diesem Projekt beteiligt. Die Newcomer-Brand von Dustin Schöne, Nice, ist zum Beispiel mit dabei, genauso wie Westin, wie Elex, wie Gunky, wie natürlich LMAB, Monkey Lures. Es sind Softbaits dabei, es sind Hardbaits dabei, es sind Accessoires mit am Start, natürlich eine Menge Sticker und. Zu viel kann man nicht verraten, es ist ja ein Überraschungsding. Der Kalender ist limitiert, das liegt daran, dass hier Produkte enthalten sind, die nur für den Kalender produziert worden sind und nicht von heute auf morgen nachgeschossen werden können. Deswegen, wenn du dir deinen Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender sichern willst, schlage jetzt zu. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß mit dem weiteren Teil des Videos. So, wir sind jetzt an der zweiten Stelle vom Fight angekommen. Er hat jetzt noch eine Stunde die Angelzeit, haben wir schon gestartet. Die Jungs haben gerade ihren ersten Wurf gemacht. Und ihr wisst ja, die ersten Würfe sind immer die besten. Deswegen halten wir die Kamera rauf und hoffen, noch einen Live-Biss zu bekommen. So, Veit, deine zweite Stelle. Erzähl uns ein bisschen was dazu. Der Platz ist eine Wundertüte, kann richtig gut sein, aber es gab auch schon Tage, wo hier gar nichts kam. Kann man nicht in Wundertüten ein bisschen reinspinksen? Das wäre schön, dann hätte ich gewusst, ob es eine richtige Entscheidung ist, hierher zu fahren oder nicht. Aber es ist ganz klar, also ich glaube, du kennst den Platz hier auch. Also ich bin auf jeden Fall hier nicht an ein totes Ufer gefahren, ganz und gar nicht. Habt ihr also auch schon Zander bis 80 gefangen. Ist also ein guter Zanderplatz unter Umständen. Aber du brauchst einen Barsch, um noch weitere 20 Sonderpunkte zu fangen. Das ist richtig, die gibt es hier auch. Habe ich beim letzten Mal, als ich hier war, habe ich zum Beispiel auch einen gefangen. Gleich sogar, da war der erste Fisch ein Barsch, den ich hier hatte. Aber hat halt, wie gesagt, hier auch schon Tage gegeben, wo gar nichts kam. Muss man jetzt sehen, wie es heute ist. Aber ich denke mal, es ist jedem klar, dass ich mich auf diesem knappen Vorsprung hier auf keinen Fall ausruhen werde und auch nicht kann. Ja, also ich will hier schon um jeden Preis jetzt Fisch fangen. Aber muss man sehen, ob er auch kommt. So, Hassan, ja. Du kennst den Platz oder der ist dir nicht ganz unbekannt, stimmt's? Ja, also ich war hier jetzt nicht so oft. Ich kenne den jetzt nicht so gut wie meine Westentasche. Ich war hier mal angeln und ja, Barsch haben wir hier auch gefangen. Und das versuche ich jetzt auch mal mit einem Barschimitat. Und du fischst richtig schön die Steinpackung am Rand ab. Richtig. In der Hoffnung, dass wenn Barsche an der Steinpackung hängen, dass sie dann so rausgeschossen kommen. Richtig, so ist es. Sehr gut. Und gleich versuche ich es auch auf jeden Fall auf Zander. Ja. Ja, es wäre schon schön, wenn jetzt hier mal ein Barsch kleben bleibt. Ja, vor allen Dingen würde das 20 extra Punkte für dich geben. So ist es. Wäre schon geil. Auf jeden Fall. So, aber Wundertütenplatz, ja oder nein? Kann ich gar nicht. Platz. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß, dass es hier Fisch gibt. Ja. Wie es heute aussieht, müssen wir mal schauen. Also der erste war ja schon mal eigentlich total in Ordnung. Also ich fand, wir haben da ganz gut gefangen für die Zeit, die wir da waren. Sehr gut. Und ich finde jetzt also so für das Drama dieses ganzen Films wäre es ganz geil, wenn du jetzt wieder einen Barsch nachlegst, damit hier wieder so Schlagabtausch stattfindet und die ganze Geschichte noch spannender wird. Ich gebe mein Bestes. Finde ich gut. Hau rein. Jo. Fisch. Oh. Ausgestiegen. Schade.
Aber es ist Fisch da. Also wie ich gesagt habe, kein toter Platz hier auf jeden Fall. Kommt zu spüren, der Biss. War bei dem zweiten Zander vorne auch so, der hing dann auf einmal dran. Fisch. Fisch. Könnte wieder knapp werden. Ja, aber da sieht man, sonst mache ich das ja jetzt inzwischen auch meistens, dass ich bei der Ködergröße den Stinger weglasse, aber da hing er jetzt dran. War wieder so ein vorsichtiger Biss wie bei dem ersten eben schon. Und im Wettkampf zählt halt jeder Fisch. Da braucht man vielleicht, wenn er maßig ist, auch so einmal. Sogar 43, ne, siehst du. Wunderbar. Sehr schön. Prima. 43 cm. Mühsam ernährt sich das Eisschwänchen, ne? Hassan, jetzt musst du rinhauen. Ist noch genug Zeit. Mach was. Mein Bestes. So, 43 cm, mega. Ja. Fisch. Ah, shit. Nein. Veit fängt auch am zweiten Spot den ersten Fisch. Er kann seinen Vorsprung auf 92,6 Punkte ausbauen. Hast du? Ach, perfekt. Wieder Zusatzdrilling. Das war eigentlich genauso mein Ziel hier, die Zander einfach jetzt voll zu machen. Das sind zwar alles keine große, aber hier kann immer ein großer kommen an dem Spot. Also das, so viel steht fest. So, maßig ist er wieder, das ist die Hauptsache. Ja, und 44, genau. So, der Feiti baut seinen Vorsprung aus. Ja. Ein weiterer 44er Zander für dich. Die beißen ganz schön spitz, die hängen alle nur am Zusatzdrilling, oder? Naja, richtig. Das ist halt, wie gesagt, wenn ich jetzt hier alleine wäre und es ginge um nichts, dann würde ich den wahrscheinlich weglassen, weil so die Kleinen, die muss man nicht unbedingt fangen. Aber hier im Wettkampf zählt das, wie gesagt, absolut. Und für alle, die erzählen immer, Zusatzdrilling macht keinen Sinn, ist Naturschumbug, sieht man hier bestens. Der nächste kleine, aber maßige Zander. Veit hat seine 5 Wertungsfische voll. Wo bleibt Hassans Antwort? Ja! Fisch! Alter! Fisch auf Fisch! Dann, hier ist der Kescher! Kriegst du ihn? Haust du ihn? Ja, gib mal bitte. Nein! Nein! Fuck! Den hätte ich einfach rausheben sollen. Da! Kescher ihn doch! Ja, aber der hängt nicht. Nee, komm. Ja, blöd gelaufen. Hätte auf jeden Fall noch ein Zander mehr werden können. Da war ich mit dem Keschern zu langsam. Aber egal. Aber die Zanderschule ist gerade da. Ich meine, da ist doch die Chance ganz groß, dass du dir eventuell dann noch einen rauszupfst aus dem Schwarm. Richtig. Ui, da ist was gesprungen. Fisch! Der ging diesmal schön. Oh, und ab! Der war besser. Mist. Oh, Mist. Shit. Guck. Scheiße. Mensch, ein bisschen größer dürften sie aber wirklich sein. 45 cm. Also, gut, immer einer mehr. Also wenn ich jetzt noch, keine Ahnung, irgendwie so 15 Stück fange, dann kriegen wir mal einen 60er.
Der sechste Fisch verbessert Veits Ergebnis minimal. Der 42er Zander vom Morgen fliegt aus der Wertung und wird durch den 45er ersetzt. Und der nächste Fisch hängt auch schon wieder. Hast du einen Kescher? Na, könnte. Nee, ja. Hängt gut. Nässe die Abhackmatte. Zanderangeln ist meine Leidenschaft. Naja, mal sehen. Vielleicht gibt da irgendwo einen Punkt mehr her. Wir müssen gucken. Ey, der ist aber frisch, du. Hör mal. So, was haben wir da? 43 cm. Aber jetzt stimmt die Regel nicht mehr, dass ich jedes Mal 1 cm mehr raushole. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber egal. Ich notiere, 43er Zentimeter Zander für Veit. Damit legst du ganz schön viele Zander vor. Du hast jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zander gefangen und ein Hecht. Okay. Und dein Gegner hat nur ein Zander und ein Hecht. Den lässt du jetzt ganz schön grau aussehen. Er hat ja auch noch seine Zeit nachher. Und ganz genau. Man darf sich immer nicht zu früh freuen. Das sind ja vor allen Dingen alles nur kleine Fische. Außerdem hat sich jetzt hier alles verheddert. Was man hier auf jeden Fall auch sieht, also ich angle jetzt hier auch mit Stahlvorfach vorhin bei dem Hecht. Das war natürlich über Glück. Ja. Da hatte ich nun wirklich auf Barsch gefischt. Aber hier jetzt, also das ist ja das, was ich inzwischen auch seit einem Jahr sage. Ihr könnt euch noch erinnern, damals, wo ich den großen Hecht mal verloren habe hier. Das war ja nun auch hier im Kap. Und da habe ich ja dummerweise auch mit Fluorcarbon geangelt. Und seitdem bin ich also wirklich fast komplett auf Stahl umgestiegen und muss sagen, Zander stört ein Stahlvorfach nicht mal ansatzweise. Sehr gut, weiter so. Wir wollen noch mehr Fisch sehen, das ist geil. Hassan, die Abhackmatte ist ganz schön nass und stinkig vom Veit. Ja. Und du knotest hier. Ich knote, genau. Findest du, es ist die richtige Zeit, um jetzt einen Knoten zu basteln? Ja, ich muss leider. Also ich habe mir den Köder eben abgerissen hier an der Kante. Ja. Deshalb bleibt mir gar nichts anderes übrig. Aber ja, du hast schon recht, der Veit macht echt Druck. Und das ist nicht gut. Stehst du nicht so drauf? Ach, nee, das, ob ich nicht drauf stehe, das würde ich jetzt nicht sagen. Unter Druck kann ich eigentlich ganz gut arbeiten. Aber ja, es ist schon auch keine Lüge, wenn ich sage, dass es gerade ja, ziemlich blöd aussieht. Aber wie gesagt, ich habe ja noch meine ganze Hälfte. Deshalb ganz genau. Mache ich mir da jetzt nicht so einen Stress. Ich benutze mal eine andere Farbe, ein bisschen natürlich, weil der Veit hat jetzt auch auf Pumpkin gefangen und auch auf eine was größere Größe hier. Ich benutze mal hier Appleseed als Farbe und dann mal schauen, ob da was geht. Bin da relativ zuversichtlich. So, jetzt also mache ich mir aber auch einen Angstdrilling dran, aber der Köder ist auch ein bisschen größer. Ja, das stimmt. Also mit Druck kannst du arbeiten, finde ich gut. Wie gesagt, hast ja noch deine ganze Halbzeit und jetzt hier auch noch ein paar Minuten. Genau, so ist es. Deshalb. Das kann man noch drehen. Ja, natürlich. Voll. Ja, wichtig wird es jetzt sein, die 5 Fische voll zu kriegen. Also gar nicht mal irgendwie jetzt große zu fangen oder so. Ich muss einfach erstmal die 5 voll kriegen. Aber hier, so wie Veit auch sagt, ich fische auch schon den ganzen Tag mit so einem kleinen Überbeißschutz hier. Ich habe es mit so einem Ring vom Karpfenangeln im Prinzip mit dem Fluorocarbon nochmal verbunden, weil ich so einen Wirbel immer so klobig finde. Und ja, beim Hecht eben hat es auch gehalten. Hoffen wir mal, dass vielleicht auch noch mal einer einsteigt hier. Ich stelle mich mal zu Veit. Ja, genau, wollte gerade sagen. Und da macht er sich auf den Weg an Veits Seite, weil da die Fische beißen. Ja, Fisch! Sieht auch besser aus oder fühlt sich besser an. Jawohl! Hecht! Kescher ist hier. Ja. Nein, nicht schon wieder, Alter. Scheiße. Wir konnten so schnell gar nicht sehen, was ist passiert. Ja, war wieder ein kleiner Pike, ausgeschlitzt, bisschen viel Druck gegeben. Aber ja, ich wollte ihn schnell raushaben. Am liebsten hätte ich ihn einfach rausgehoben, aber das gibt ja immer so viel Ärger im Internet. Nein, machen wir auch nicht. Wir haben einen Kescher hatte, weil hier. Ja, klar, natürlich. Ja. Mando, so ein Mist. Es war eine Millisekunde zu spät. Ja, kein Problem. Aber die natürliche Farbe oder generell braun scheint ja irgendwie gut auf Hecht zu gehen heute. Was hast du gesagt? Die Nutella-Farbe? Hm? Nee, das war nicht. Das war jetzt Appleseed hier. Aber die Nutella-Farbe hat er eben schon gefangen. Genau. Ah, verdammt, ey. Ah, scheiße. Tut mir so leid. Ein Zander und ein Hecht, dann wäre ich bei 4 Fischen in meine Halbzeit rein. Das wäre schon geil. Was ist es? Nein. Ah, ein Stock. Ein Stockfisch. Shit. Aber genau an der gleichen Stelle wie der Hecht.
Pfeil versteht sein Handwerk. Ja, der kann sehr gut mit Druck angeln. Ja, also ich ärgere mich natürlich ein bisschen über die beiden Fische eben, über den kleinen Zander und den kleinen Hecht. Das wäre schon geil gewesen, wenn ich die mit in meine Halbzeit genommen hätte, aber dann bleibt mir nichts anderes übrig, direkt drei große Fische zu fangen. Ja, komm, das klingt doch mal nach einer richtig geilen Ansage. Mir bleibt leider nichts, tut mir leid, Veit, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Muss jetzt einfach richtig wegrotzen mit drei richtig fetten Fischen. Ja. Ist Auslegungssache, wie man jetzt meine Aussage interpretiert, aber ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, das Ding noch an mich zu reißen. Ich habe Bock weiterzumachen hier. Sehr gut, sehr gut. Diesen Biss wollen wir sehen. Behalt ihn. Alle haben Bock, aber die Zeit rennt, noch 4 Minuten zu angeln. Ja, ja. Zählt noch, wenn einer Zeit gehakt ist, zählt er noch. Was ist das? Was hast du da? Ja, Fisch. Ey, der hat sich aber sehr, sehr sackig gemacht. Jawohl. Noch eben schnell eingefangen. Oh, geil. So, 1 Minute und 40 Sekunden verbleiben und dieser Fisch zählt natürlich noch. Mann! Das heißt, ich muss nur noch 2 in meiner Halbzeit fangen. Und dann nur noch die großen. Hoppa. Geil. So, 46 Zentimeter. Ja, nicht 47? Nein, 46 Zentimeter. Okay. Sind die nicht auf dem Basar, Junge? Tja, ich habe ja gesagt, ich will weiterkommen. Da verhandle ich über jeden Zentimeter. Zurück mit dem Ding. Und noch schnell ein Wurf. 46 Zentimeter, ich notiere gleich. Und ich sag dir die Zeit, wie viel du noch hast. 45 Sekunden. Wir sind hier näher auf dem Basar, Alter. Hier wird um jeden Zentimeter gehandelt. Kurz vor der Pause kann Hassan den Vorsprung etwas verkürzen. Schauen wir mal, ob die Aufholjagd nach der Halbzeit weitergeht. Die Zeit ist jetzt offiziell vorbei. Ab in die zweite Halbzeit. Wir sehen uns gleich. Er hat auch noch einen gekriegt. Das ist gut für die Moral. Also es bleibt offen, weil die Fische, die ich hier gefangen habe, waren ja jetzt auch nicht allzu groß und wird also auf jeden Fall ein sehr spannendes Duell weiterhin und ich bin natürlich gespannt, was er jetzt vorhat. Startet jetzt. Wir sind jetzt in der zweiten Halbzeit. Der Hassan hat jetzt die Platzwahl und wir sind jetzt hier an einem Buhnenkopf. Und ich habe mal den Beißindex meiner Uhr gecheckt. Das sind nur noch 2 von 4 Fischen. Also es ist jetzt ein bisschen schlechter geworden. Vorhin hatten wir 3 von 4 Fischen. Schauen wir mal, ob das Auswirkungen hat auf die Angler, ob sie jetzt wesentlich weniger fangen. Ich würde es mir natürlich nicht wünschen und euch natürlich auch nicht. Was ist da passiert? Schwanzbiss. Dein Schwanz ist ab. Dein Schwanz ist ab. Hattest du einen Biss? Ja, anscheinend. Also oder hast du ihn einfach nur zwischen den Steinen verloren? Kann natürlich auch sein. Also ja, 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 klar, natürlich. Die Möglichkeit besteht auch. Wollen wir uns mal nicht allzu hoch pushen. Ich habe die geflavored. Sehr gut. Sehr schön.
Hassan, deine Strategie. Erstmal ein bisschen Infos zu dem Platz hier, den du gewählt hast. Ja, wir haben hier eine richtig große Buhne. Also es ist im Grunde genommen das gleiche Gewässer. Es ist und bleibt der Holländische Rhein. Im Grunde genommen, wie ihr sehen könnt, extrem viel Wasserfläche. Jetzt hier auf einer einzigen Buhne. Das heißt, hier kann auch wirklich viel Fisch stehen. Ich versuche mir die Extrapunkte vom Barsch zu holen. Ja, das wäre echt cool, weil... Das heißt, das ist deine Strategie, jetzt auf Barsche zu angeln? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, Zander kommen hier automatisch, auch wenn man auf Barsch angelt. Deshalb mache ich mir da jetzt gar nicht mal so einen Stress. Ja, und wie willst du den fangen? Du jiggst über Grund? Ja, genau. Genau, also ich jigge einfach über Grund, später noch gleich da vorne an der Krautkante ein bisschen, vor der Krautkante hin und her zubbeln. Ja, ich hoffe, das klappt, so wie ich es mir vorstelle. Im Grunde genommen brauche ich ja echt nicht viel, um den Fight aktuell zu schlagen. Also es sind zwei kleine Fische und Fight ist raus. Aber ja, die kleinen Fische müssen her. Ja, Hassan hat jetzt hier den Platz vorgegeben. Ich kenne die Buhne ganz gut. Ich hätte sie nicht genommen, weil stark überangelt. Also hier waren heute mit Sicherheit schon andere. Auf dem nächsten Buhnenkopf stehen auch gerade welche. Also ich bin mir fast hundertprozentig sicher, dass die vorher hier schon gewesen sind. Ist im Winter eine sehr gute Stelle. Man fängt auch jetzt mal was. Was hier natürlich hier immer so der Faktor ist, hier hat man ziemlich fette Krautfelder drin. Und da können natürlich Barsche dazwischen gehen, stehen. Für Zander, eher kleinere hier an dem Platz. Kann aber immer was kommen, also ist jetzt keine total schlechte Platzwahl, aber wie gesagt, um die Tageszeit ist es nicht gemacht. Aber wir werden sehen. Habe jetzt einen Spinner drauf gemacht und versuche vielleicht einen Barsch zu kriegen. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich habe jetzt ja versucht, ein bisschen auf Barsch zu angeln, aber es kam halt kein Biss, bei Hassan auch nicht. Und deswegen ist es natürlich naheliegend, jetzt auf Zander zu fischen, schlicht und ergreifend, weil ich das wirklich am besten kann. Und weil die sich ja heute auch schon einigermaßen beißfreudig gezeigt haben und ich hatte ja nun weitestgehend nur diese kleinen gefangen. Da ist also auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben, weil so ein 60er Fisch ist hier halt immer drin, auf jeden Fall. Auch größere, selbstverständlich. Aber ich sag mal, so ein Ü50er bringt mir ja schon was. Deswegen versuche ich das halt. Ja, und wenn er doch, es ist ein gefährliches Spiel, wenn er jetzt doch einen Barsch fangen sollte, dann ist es so, dann habe ich Pech gehabt. Aber ich will lieber Fische fangen, als mir die Zeit mit unnützen Sachen zu vertreiben. Nein, Spaß beiseite. Also. Ist immer die Sache. Ich finde, man sollte immer beim Angeln das machen, wozu man am meisten Vertrauen hat. Und das ist bei mir ganz einfach Zanderangeln. Ich weiß, dass ich kein guter Barschangler bin. Und deswegen versuche ich es auf meinen Lieblingsfisch. Das sollte eigentlich funktionieren. Während Hassan vergeblich versucht, einen Barsch zu fangen, geht Veits Plan, hier einen Zander zu erwischen, auf. Aber verbessert der Fisch auch seinen Punktestand? So, Abhackmatte ist nass. 54 Zentimeter, ja. Ja, 54, okay. Gut. 54, bisschen verbessert, ein paar Punkte mehr für dich. Der 9. Fisch des Tages und wieder kann Veit sein Konto etwas erhöhen. 341,7 Punkte hat er nun auf der Habenseite. So Hassan, du hast einen Spotwechsel angekündigt und kurz danach hat der Veit seinen Zander hier gefangen. Ja. Bereust du es jetzt, dass du den Spot wechseln möchtest oder willst du nach wie vor, bleibst du dabei? Nee, ich bleib, verdammt. Ich bleibe nach wie vor dabei, weil eigentlich bin ich hierher gekommen, um Barsche zu fangen. Okay.
Und das klappt hier anscheinend nicht so gut. Also der Veit hat es ja eben mit Spinner probiert. Ja. Ich versuche es die ganze Zeit mit einem kleinen Gummis. Mhm. Aber sie wollen einfach nicht so richtig. Okay, das heißt, du gehst wieder an einen Spot, wo man... Ja, wo man mit Barsch, Zander und Hecht rechnen kann. Und zwar an den letzten Spot vom Veit. Und da werde ich es ausharren lassen, weil im Grunde genommen brauche ich nur zweimaßige Zander. Das ist richtig. Und dann bist du wieder back in race. Richtig. Dort ist es realistisch, sie zu fangen und ja, weiterhin wahrscheinlich eher unrealistisch, einen Barsch zu fangen. Und wenn da Barsche stehen, dann habe ich auch gute Chancen, die dort zu fangen. Aber ja, es ist halt einfach auch nicht mehr so viel Zeit. Deshalb mache ich Safeway. Und fahre an den Spot. Der hat mir ja an und für sich auch ganz gut gefallen. Hatte da ein bisschen Pech, aber vielleicht komme ich da jetzt mit positiven Vibes zurück. Veit macht am Buhnenkopf weiter das, was er am besten kann. Bringt ihn auch dieser Fisch weiter? Wow. Okay, nein. 49 cm. Ja, oh, super. Schön. Bringt was, habe ich doch gesagt. Zander. Gott sei Dank gibt's Zander. Die nächste Verbesserung. Hassans erste Stelle bringt nur Fight-Punkte. Er führt nun mit 114,7 Punkten. Doch wegen der Fischgrößen ist Hassan noch voll im Rennen. Wir sind wieder zurückgelaufen, den ewig langen Weg, wieder zurück zu der letzten Stelle von Veit. Der Hassan möchte jetzt hier einfach nochmal sein Glück versuchen, weil er meint selbst, dass hier alle drei Fischarten möglich sind zu fangen. Wie gesagt, ist eine Wundertüte. Wir haben jetzt natürlich so ein bisschen was anderes Wetter. Es ist sehr, sehr warm plötzlich. Na, mal gucken mal. Die Zeit läuft, Jungs, und ihr habt noch 1 Stunde und 38 Minuten Zeit, vor allen Dingen Hassan, das Ding zu drehen. Jo, Hassan, war das jetzt Taktik, dass du da versuchst, deinen Gegner so auch ein bisschen müde zu machen mit dem langen Marsch? Oder glaubst du wirklich, dass jetzt hier in der Wundertüte noch mal was bei rumkommt? Nee, also Taktik war das auf jeden Fall nicht. Ich bin ja selber physisch echt fertig. Ja. Du hast mir ja selber eben noch 2 Aspirin geben müssen. Ja, ich weiß. Nein, ich... Ich glaube einfach, dass das hier die bessere Taktik ist. Ich hatte eben halt keine Watthose dabei. Ja, okay. Jetzt habe ich sie angezogen. Jetzt kann ich mich auch mal ein bisschen näher hier ranstellen. Wie gesagt, ich brauche halt nur 2 kleine Fische in Anführungsstrichen. Ja, und dann ist das Ding auch durch. Dann würde ich mich auch hier auf den Barsch machen. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, aber nervös bin ich noch nicht. Frag mich aber in den letzten 15 Minuten. Das mache ich. Ja. Fisch! Fisch! Da ist er. Oder jetzt. Bist du jetzt nervös? Nee, gerade auch noch nicht. Könnte ein bisschen besser sein. Ja? Oh ja. Oh nein! Ja, Fisch! Fisch! Ja. Boah, fast reingefallen. Das war jetzt ein Krieg. Aber da ist er. Und der hat 53 cm. Geil. So, damit bringt der Hassan den Veit ein bisschen ins Schwitzen, denn er kommt mit großen Schritten immer näher und näher. Also es bleibt spannend. Und ein Fisch kann im Prinzip alles entscheiden. Genau so ist es. Obwohl Veit hier mit 9:4 Fischen bisher die deutlich bessere Stückzahl vorzuweisen hat, würde Hassan aktuell schon ein maßiger Zander reichen, um die Führung zu übernehmen. Doch zum einen muss das erst einmal gelingen und natürlich kann auch Veit sein Ergebnis noch verbessern. Nee, ach, hat sich der Biss war brutal, aber ich glaube, den brauchen wir gar nicht zum Messen, oder? Bringt nichts, oder? Okay, ich glaube, der wird nicht größer sein. Hier. Aber wir schauen mal. Ja. Wie gesagt, wenn er mehr hat. Ne, 44. Ja, gut. Schnell wieder rein. Okay. Aber Petri! Dankeschön. Den ersten lieber gehabt, der war besser.
da ran, wenn du ihn gemessen haben willst. Sehr gut. Bringt nichts. Ja. Also. Ja, es ist ein kleiner. Ja, es ist diesmal untermaßig, würde ich sagen. Geil. Fisch. Boah, es ist ein kleiner. Ganz klein. Auch untermaßig. Ja, macht das Spaß hier auch noch. So, wir haben jetzt noch eine Stunde und 10 Minuten zu angeln. Insgesamt sehr ruhig geworden bei den zwei Teilnehmern, bei Hassan und Veit. Die sagen gar nichts mehr, die sind extremst konzentriert, denn entschieden ist immer noch nichts. Hassan, wenn er einen maßigen Fisch fängt, ist er wieder vorne und das weiß der Veit ganz genau. Deswegen, also die Spannung ist schon, merkt man schon, noch eine Stunde und 10 Minuten. Dann wird aufgelöst und zusammengerechnet. Leider gerade abgerissen. Weiter geht's. Relativ schnell hier an diesem Platz beide Fische gefangen. Mhm. Jetzt ist so ein bisschen eingeschlafen. Ihr habt nur noch Abrisse, passiert nichts. Glaubst du denn, hier geht noch was? Ja, denke ich schon. Also die sind ja immer noch da. Und ist halt ein bisschen eine blöde Situation. Ja, man ist jetzt ärgerlich. Ich habe natürlich viel mehr Fische gefangen. Du hast viel mehr Fische gefangen, ganz genau. Aber ja, letztendlich bräuchte jetzt nur einen kleinen noch. Und das ist dann halt so. Aber dann ist entweder soll es dann so sein oder ich fange jetzt noch einen großen oder einen Barsch. Kann ja auch passieren. Dann wäre die Sache gegessen. Aber so ist Angeln. Ich sag mal, das sind dann halt, das ist dann auch das Regelwerk ich gehe da locker um. Also ich sag mal, wer spielt, der muss halt auch verlieren können. Ne? Aber es ist ja noch nichts verloren. Ja, es hörte sich gerade so ein bisschen an, als wirfst du deine Flinte ins Korn. Nein, aber man merkt natürlich jetzt so schon ein bisschen die Anspannung. Ja, jetzt kommen auf einmal vorne, habe ich hier nicht einen einzigen Hänger gehabt. Jetzt habe ich hier schon zwei weggehängt. Das ist dann so, ja, wenn es dann wirklich um was geht und man steht so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Doofe Situation. Die Nerven, die drehen durch. Nein, nee, also das nicht. Das ist, da bin ich zugelassen. Dafür habe ich sowas schon zu oft mitgemacht. Der Fight ist voll gechillt, Mann. Der ist voll gechillt. Hassan nicht. Hassan ist sehr, sehr ruhig. Hassan, glaubst du, dass hier noch was geht? Ich hoffe es. Ich glaube, ja, ich denke schon. Also, ich meine, wir haben ja noch eine knappe Stunde. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt nichts fangen in der Stunde. Ja, die Taktik von Veit ist gar nicht immer so schlecht. Aber auch auf Zander zu angeln, ja, und ja, mir die Zander wegzufangen. Fisch, da ist er. Wo ist der Kescher? Jawohl, der hat Maß. Ah, jawohl. Das wird knapp. Das wird richtig knapp. Das wird richtig, richtig knapp, Mann. Scheiße. Ich glaube, da gibt es ganz viele Zuschauer, die gönnen dir das jetzt vom Herzen. Der ganz doll maßig ist. Moment. Ja. Der hat Maß. 42, 43. 43 Zentimeter. Ja! Ja! Wie man sich über einen 43 Zentimeter Zander so sehr freuen kann. Das ist sehr, sehr schön. Ja. Das ist der wichtigste Zander meiner Angelkarriere, vielleicht.
Und ab dafür, Kollege. Yes! Geil! So, jetzt wird nur noch auf Barsch geangelt. Sehr jetzt hole ich mir die Extrapunkte. Jetzt wird... OMG. So, jetzt wird gespinnert, bis die Schnur kaputt geht. So, ihr könnt ja mal, Leute, ey, haut doch mal einen Kommentar ein. Was glaubt ihr? Macht Hassan das Rennen? Ist die Partie ist noch nicht zu Ende. Also gebt mal euren Tipp an, macht Hassan das Rennen oder holt ihn Veit doch ein. Der 43er Zander wendet das Blatt zugunsten von Hassan, der nun knapp vorne liegt. Doch Veit braucht aktuell lediglich einen 53er Zander oder einen maßigen Barsch, um sich die Führung zurückzuholen. Das wird eine knappe Kiste hier. Ja. Aber es gibt eine gute Botschaft. Ne? Du musst deinen einen Zander noch ein bisschen, um wie viel Zentimeter? Ich glaube 7 Zentimeter. Fisch. Ich komme. Oh, 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 yes, okay. Yes, ja, oh mein Gott, oh, danke dir, ich hab da, muss man anerkennen, sagen, und der Spinner, ne, ja, und der Spinner, ah, und der ist auch schon raus. Ich habe euch noch gefragt, warum ihr nicht hier vorne angelt. Boah, ist das eine Kanone! Eieieiei. Ja. Hassan, du machst das spannend. Oh, ist der schön. Der verbessert mich sogar. Der verbessert dich. 43 cm hat der. Da gibt es noch welche. Ich hole da noch einen raus. So, der bringt dich an die Spitze. Ja, komm, releasen wir den mal. Schnell. Sehr schön. Geil! Wow, was für ein Barsch und das mit Ansage. Dank der 20 Extrapunkte bringt dieser Fisch 106 Zähler und Hassan kann seine Führung auf 60,2 Punkte ausbauen. Jetzt braucht Veit ein Angelwunder, zum Beispiel in Form eines 50er Barsches. So, lieber Veit, wir wurden gerade irgendwie unschön unterbrochen, wo ich eigentlich sagen wollte, es sind nur knapp 8 cm. Für Hassan war es bestimmt schön. Aber der legt jetzt ganz schön vor und du hast direkt dir deine Barschrute geschnappt, einen Spinner und ja. Machst das jetzt nach. Aber ja, versuchen, aber meistens ist es dann doch so, wenn einer beißt dann und dann kommt nicht noch einer danach. Also hier jedenfalls. Warum nicht? Alles ist möglich. Ja, er hat jetzt auch ganz schön Krach gemacht. Da sind die ganz schön empfindlich dafür. Das ist. Also, ja, aber Zwischenstand, du hast also noch 35 Minuten, ja, hier noch einen Barsch rauszuhaben. Es ist total möglich. Das auf jeden Fall, natürlich. Das ist richtig, ja. Aber sieht, glaube ich, eher schlecht aus. Oha. 60 Punkte liegst du vorne. Du hast es wieder geschafft. Aber die Zeit ist noch nicht um. Noch eine 30 Minuten. Ja, ich meine, Veit ist auch ein Angelprofi. Ja, alle kennt ja die YouTube-Videos. Ich meine, ich habe sie mir auch schon reingezogen als Jugendlicher. Du hast alles analysiert über den Gegner. Nicht analysiert, aber ist halt ein harter Gegner. Und ich meine, wenn man sich seine Bilanz anschaut, was er so immer für Fische fängt, auch, ich sag's mal so, ganz realistisch, sieht schon gut aus für mich, ja. Aber ich poker immer tief. Komm, da kann man noch so einen Spruch reinwerfen. Der Drops ist noch nicht gelutscht. Der Drops ist noch nicht gelutscht. Heute hauen wir aber ein paar Kamellen raus hier. Aber ich meine, der Knoten ist Schlag auf Schlag geplatzt. Ne? Zander, Spinner genommen, ja. Erster Wurf, Fisch. Geil, echt. Der Sven wird ausrasten. Sven? Ich hab's vielleicht gleich gemacht. Ah,
war das eine Geburt, ey. Die letzten beiden Fische. Aber geil, auch mal ein schöner Barsch für die Folge. Hab's die ganze Zeit versucht an den Spots. Nicht geklappt. Mir da einen Ast abgeworfen, Ast abgejiggt. Und dann hier auf den Spinner. So, wir haben noch 1 Minute und 20 Sekunden. Ich würde sagen, letzter Wurf. Die Zeit ist um, Hassan. Die Zeit ist um. Ich komme rum. Ey, du hast es aber echt spannend gemacht. Ich gratuliere dir ganz herzlich. Vielen, vielen Dank. Super, super gemacht. Also auch wie gesagt, auch wenn Veit zahlenmäßig ein bisschen mehr gefangen hat, aber du hast Nerven bewahrt und vor allen Dingen bin ich mega stolz auf dich, weil Danke ich dir so viel Schmerzmittel wie heute gegeben habe, damit du den Tag heute rockst. Danke dir. Du bist weiter. Ja, so ist es. Ich kann es kaum glauben. Also gegen Veit zu gewinnen, das war mir, Herzlichen war mir eine Ehre. Ja. Danke dir. Taktisch sehr gut geangelt, nie aufgegeben und zum Schluss ja, dann den Barsch gefangen. Ja, genau. So ja, das war heute tatsächlich so der Knackpunkt, der Barsch. Richtig. Also hättest du ihn gefangen, dann sähe es wahrscheinlich andersherum aus. Ja. Ja. So ist Angeln. Nee, also hast du wirklich gut gemacht. Vor allen Dingen, ich sag mal, jetzt nach den vielen Zandern dann hier nicht aufgegeben und dran geblieben. Also da hat man auch verdient gewonnen. Danke dir. Ja? Veit, hat mich wirklich gefreut. Das war ein richtig, richtig geiles Duell. Richtig. Ich meine auch das mit den Hechten zweimal hintereinander krass, am ja. Fluss hat man auch nicht alle Tage. Also viele Fische gekommen auf jeden Fall. Ja, genau. Spinnerbait-Zander war auch dabei. Spinnerbarsch, also da war irgendwie alles mit dabei heute von der Partie. Ich sag mal so, also ich ärgere mich jetzt insofern nicht ganz so sehr. Zum einen, weil ich sag ja, in diesem ersten Duell da hier gegen Tide Ritter, auch wenn er da vorher betrogen hat, also du bist ja wirklich nur durch seinen Betrug rausgeflogen sozusagen. Ich war ja, gegen mich hat er ja irgendwo ehrlich geangelt und da wäre ich dann rausgeflogen. Also deswegen wäre es auch ein bisschen mit einem faden Beigeschmack gewesen. Wenn ich da jetzt auf die Weise hier drin geblieben wäre, da ärgere ich mich jetzt auch nicht weiter. Und außerdem gibt es eine ganz bestimmte Person, die ich schon heute Abend hier besuchen kann. Da freue ich mich auch drauf. Ja, sehr, sehr schön. Ich kann dir aber versprechen, dass ich gegen Dietmar alles gebe. Das tust du bitte, ja. Didi, hier. Morgen gibt's eine Hake. So, und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch bitte einen Kommentar da, den Daumen und Abonnieren nicht vergessen, damit du das nächste Duell dann gegen Dietmar nicht verpasst. In der Beschreibung findet ihr natürlich die Links von den zwei Jungs. Einmal Fishing Bros, dann Fishing Tackle Max und natürlich auch von mir, Babsiewski, World of Fishing. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Petri, ciao. Ein faszinierender Angeltag, bei dem Veit wilde Meerfische, Hassan Duran jedoch die größeren Exemplare fangen konnte, geht zu Ende. Für Veit ist das Turnier beendet. Hassan zieht in die nächste Runde ein und trifft dort auf Dietmar Isajasch. Der YPC macht 2 Wochen Pause und geht am 6. Oktober mit der Viertelfinalpartie zwischen Jan Pusch und Tobias Eckwahl von Kanal Gratis weiter.